So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, also eine Folge Ramses Kitchen. Deswegen sehe ich auch aus wie ein Lackaffe. Und ich habe euch heute was mitgebracht. Das kenne ich noch gar nicht. Ihr kennt es bestimmt, ich nicht. Das eine vielleicht ihr doch auch nicht. Weil ich gerade sehe, da steht nämlich New dran. Das eine sind Pringles von Fußball, also Pringles Limited Edition mit Döner-Kebab, ja? Kennt ihr Döner? Ein Döner zum Mitnehmen, bitte. Also Döner-Kebab-Style. Pizza-Pringles kenne ich auf jeden Fall. Aber Döner-Pringles schmeckt bestimmt wieder gar nicht. Und das zweite, was wir haben, Pringles Sisseln Extra Hot Chili Cheese. Damit bin ich ja gleich komplett überfordert. Pringles Sisseln, extra hot, also Cheese und Chili, so rum ist es ja. Die halten wir jetzt mal kurz nebeneinander fürs Thumbnail, um das so zu zeigen. Ich muss immer gucken, als würde ich gerade es mir nicht gut gehen, weil es ist auch so, wie es ist. Deswegen nehmen wir jetzt mal diese zwei Pringles-Dosen, ja. Werden die aufmachen, werden die probieren. Danach habe ich hier noch was anderes zum Probieren, das ist aber dann für ein anderes Video, was ich direkt im Anschluss dann aber auch drehe. Extra Hot Cheese and Chili. Da bin ich mal gespannt. Ich war heute nämlich im Kaufland. Da gab es auch Chili Cheese Baguettes bei dem Bäcker Shop. Das war so ein schönes Baguette mit lauter Käse drauf überbacken, mit lauter so Chili-Flocken drauf. Und da waren noch so Jalapeno-Stücke drauf. Ich habe gedacht, übelst genial. Seit wann gibt es das denn? Habe ich auch noch gar nicht gesehen. Jetzt haben wir das mitgenommen. Ich fahre die Rolltreppe runter, stecke es mir in den Mund und bin fast erstickt, weil das so trocken war. Das hat auch irgendwie komplett süß geschmeckt durch diesen Boden von dem Baguette. Also das hat meiner Meinung nach gar nicht zusammengepasst. Scharf war es auch nicht. Habe ich also ein bisschen bereut, sagt man mal so. Da bin ich aber gespannt. Pringles sind eigentlich, egal, kennt ihr irgendeine Pringles-Sorte, die nicht schmeckt? Ich eigentlich nicht. Das heißt, die Pringles müssten eigentlich eh überzeugen, egal welche Sorte das jetzt ist. So. Adi riecht auch mal, beziehungsweise hat gerochen und fand das jetzt komisch. Ich glaube, ich kenne die doch schon, oder? Das riecht schon wieder so nach Ente. Also wenn ihr euch so Nudelcups kauft mit Ente-Geschmack, dass das immer so extrem muffig und dunkel riecht und aussieht. Und genauso riecht das jetzt. Kein Wunder, dass der Adi da weggegangen ist. Schmeckt auch irgendwie nach Weihnachten und Zimt, aber Döner schmecke ich da eigentlich gar nicht. Dafür, dass es hier so schön dönerhaft aussieht, das war der Zimt übrigens gerade, der in den Hals gegangen ist. Ja. Nochmal ein Eintest. Adi! Merkt ihr was? Egal welche Chips ich getestet habe in letzter Zeit bei Ramses Kitchen, der Adi kam immer, hat sich selbstständig eins aus der Tüte rausgenommen und hat das gegessen. Das kannst du ihm unter die Nase halten und er schreckt zurück und will das nicht. Keine Ahnung, was sie sich dabei wieder gedacht haben. Aber es ist ja kein Döner, es ist ja Döner-Kebab. Flavor, Savuri-Snack, Ingredienz. Und wer weiß, wo das wieder herkommt, das ist gar nicht von hier. Wir haben aber noch die neue Sorte, Cheese und Chili. Übrigens, jetzt könnt ihr sagen, ja, ihr kennt eine Sorte, die nicht schmeckt, und zwar die hier. Und wenn ihr das nicht sagt, dann kann ich das jetzt in die Kommentare schreiben, weil ich eben noch gesagt habe, es gibt eigentlich keine Pringles-Sorte, die nicht schmeckt, weil jede Pringles-Sorte immer gut schmeckt. Jetzt habe ich euch das Gegenteil bewiesen. Wir machen die hier auf, die sind richtig geplatzt. Die riechen richtig schön käsig, cremig, und jetzt müssen die nur noch scharf sein. Wir probieren mal einen, wo schon ein Stück fehlt. Aua! Riecht wie alter Fuß mit Pfeffer drauf. Ich glaube, muss man mal mehrere nehmen, ja.
Es gibt ja viele Käsesorten bei Pringles. Irgendwas mit Cheddar, sonst was hin und her. Extra hot. Also die Verpackung sieht eigentlich richtig genial aus. Da habe ich jetzt richtig was erwartet, aber... Sie riechen irgendwie käsiger, als sie dann tatsächlich schmecken. Der Käsegeschmack ist gar nicht so präsent. Du hast eine leicht schärfliche Note auf der Zunge, so im Nachhinein. Also für den Normalverbraucher ist das auf jeden Fall eine super Sache. Extra hot an sich würde ich jetzt nicht sagen. Könntest du eine Pringles-Challenge machen. Immer abwechselnd, jeder isst einen Pringel. Eins, eins. Dann nimmt man aber zwei Pringles. Zwei, zwei. Dann nimmt man drei Pringles. Drei, drei. Bis einer die nicht mehr in den Mund kriegt, weil es dann 20 Stück auf einmal sind oder so. Und der dann verloren. Egal, wir werden jetzt aber hier den Batzen noch essen. Also ich finde trotzdem diese Sizzeln extra hot besser als dieser Döner-Kebab-Style oder Döner-Kebab. Und das schmeckt nach gar nichts. Das schmeckt wenigstens, das hat wenigstens noch ein bisschen Schärfe hinten. Was ist denn? Oh, die Kuck? Die Kuck? Ich glaube, der Adi findet die auch. Oh, da greift er rein und will sich einen rausholen. Er kommt schlecht hin, der Kopf ist so groß. Adi, soll ich dir vielleicht helfen? Hast du, oder weißt du, du schaffst das? Oh, er hat und? Das ist der Beweis. Jetzt haben wir den eindeutigen Sieger. Adi hat gewonnen, Adi hat den Sieger gekürt. Vergesst mal den Döner Kebab Style. Gönnt euch Sizzeln extra hot, Cheese and Chili. Aber gut, wenn ihr gescheite Chips haben wollt, nehmt am besten Lay's Thai Sweet Chili. Die finde ich nämlich immer noch am genialsten. Sind halt nicht von Pringles, aber trotzdem egal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.